Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play New Super Luigi U. Hier auch schon beim wahrscheinlich letzten Part dieses Let's Plays. Denn im vorherigen Part haben wir noch Bowser besiegt und Peach gerettet. Yay! Und jetzt geht's dann hier noch weiter mit dem Superstar Boulevard und dort mit den letzten 6 Leveln, die uns noch fehlen. Und glaubt mir, ich kann zählen, es sind noch 6 Level. Aber erstmal Superstar Boulevard 4, Kairos Kanal. Let's go! So, und hier ist die Challenge auch sehr einfach erklärt, denn wir dürfen dann gleich in dem Höhlenabschnitt, der gleich kommen wird, also halt jetzt dann gleich das hier, dürfen wir jetzt diese Dinger da unten halt nicht berühren. Ich weiß nicht genau, wie ich die nennen soll, halt diese Hammerplattform oder was auch immer das sein soll, keine Ahnung, dürfen wir auf jeden Fall nicht berühren. Das heißt eben, dass ich dann halt die ganzen anderen Plattformen und die Kairosse irgendwie ausnutzen muss. Ist aber nicht allzu schwierig, weil ihr könnt ja sehen, dass es eigentlich schon recht viele von den Plattformen hier gibt. Und deswegen, das kann man schon hinkriegen, denke ich mal. Aber der letzte ist da ganz links. Übrigens, Luigi war gerade rechts zu sehen. Ja, wir haben es ganz kurz sehen können. So, unter diesem einen Kairos war der Pixel Luigi. Da unten, rechts unten war er gerade zu sehen. Genau. So, und das ist hoffentlich die zweite. Wenn ich dann hinkommen würde. Ist die zweite gut? Sogar ein paar Münzen, yay. Und die dritte ist dann hoffentlich auch gleich da auf der anderen Seite einfach. Okay, gut. Ist jetzt auch, muss man zugeben, irgendwie kein allzu kreatives Level, finde ich. Weil halt hier alles immer irgendwie gleich angeordnet ist. Es gibt einfach einige von den Donut-Plattformen und dann normale Plattformen. Und halt am Rand immer die Kairosse. Also hätte man vielleicht noch ein bisschen was Kreativeres irgendwie zwischendurch machen können, aber egal. Den auf jeden Fall davon dann übrigens berühren. Wie gesagt, das gilt nur für die, die in dem Höhlenabschnitt vorkommen. Hugh, made it. Gut, alles klar. Dann haben wir das schon mal sehr, sehr schnell und erfolgreich geschafft, gleich beim ersten Mal. Genau, weil die ersten 3 Level aus dem Superstar Boulevard liefen ja beim letzten Mal schon nicht ganz so ideal, weil die eben schon es teilweise in sich haben, aber jetzt das 4. Level ging. Und das 5. Level schaffen wir das gleich beim ersten Mal. Wir gucken mal. Und zwar Wanderbaustelle. Mit einem sehr, sehr interessanten Prinzip. Und mit diesem Prinzip hat dann auch gleich die Challenge etwas zu tun, denn es bauen sich ja ständig vor unseren Augen die Blöcke auf. Ja! Die Blöcke auf. Das war jetzt ein bisschen fies, oder? Dass da die Blöcke da unten sich so lange Zeit gelassen haben, bis die mal kommen würden. Aber na gut, was soll's. Ach man, ey. Und ja, das haben wir gerade schon gesehen, die bauen sich da eben so der Reihe nach auf. Und unsere Aufgabe ist es hier bei der Challenge dann, dass wir bei jeder zusammenhängenden Blockformation, also die halt zusammenhängend ist, die keine Lücken in sich drin hat, dass wir da immer von jeder zusammenhängenden Blockformation mindestens eine Münze erhalten. Das heißt also, dass ich dann meistens bei den Blöcken halt Stampfattacke machen muss oder auch normale Sprünge, wenn sie über mir sind. Und das muss ich eben bei jeder zusammenhängenden Blockformation irgendwie schaffen. Und das ist dann vielleicht auch gar nicht mal so einfach, wenn halt vor allem einige von denen auf einmal kommen. Das ist hier nach oben. Sehr schön, da ist glaube ich sogar ein cooles Secret, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, und zwar der Luigi hier. Aber diesmal haben wir keinen 8-Bit-Luigi, sondern einen 16-Bit-Luigi. Yay! Und da ist dann auch die dritte Starcoin. Gut. Eine kleine Ausnahme gibt es übrigens bei der Challenge, denn bei der Blockformation, die außenrum um die erste Starcoin ist, da muss man das nicht machen. Verschwinden die eigentlich auch? Anscheinend nicht, egal. Da muss man es nicht machen, weil das nämlich alles normale Blöcke sind, die man zerstören kann. Made it! Oder halt, wo man als kleiner Luigi dann auch keine Münzen erhalten kann. Also nur bei allen anderen Blockformationen, außer der, muss man eben mindestens eine Münze durch die Blöcke dieser zusammenhängenden Blockformationen erhalten. Verstanden? Ich hoffe mal. Gut, und dann kommen wir zu vielleicht meinem Lieblingslevel hier aus New Super Luigi U, nämlich brandheißer Hürdenlauf. Das ist echt ein cooles Level. Und hier ist auch die Challenge sehr besonders. Die ist so ähnlich wie auch schon meine Challenge aus NSMBU zum allerletzten Level, zum 9., ja, hier aus dem Superstar Boulevard. Denn es gibt hier, das kann ich jetzt schon mal verraten, es wird hier keinen Schwierigkeitsgrad geben. Weil die Aufgabe ist nämlich einfach, dass man einen perfekten Lauf machen muss. Und da kann jeder so ein bisschen selber definieren, was denn für einen der perfekte Lauf dann überhaupt sein soll. Und was genau für mich dann ein perfekter Lauf ist, das schon mal auf jeden Fall nicht, kann ich ja vielleicht mal trotzdem kurz verraten. Mein Ziel wird es dann sein, dass ich alle Starcoins in einem Run mitnehme, dass ich alle Münzen in einem Run mitnehme und dass ich halt von Anfang an durchrennen werde und dass ich dann das Level damit komplett schaffen werde. Das wird dann mein Ziel bei der bei der Challenge sein. Das ist jetzt übrigens gar nicht mal so einfach, das Level hier zu spielen, ohne schon die Challenge jetzt zu erfüllen quasi. Weil man spielt das Level halt am besten, indem man einen perfekten Lauf macht. Und jetzt
keinen perfekten Lauf zu machen, dass ich mir das noch für die Challenge aufheben kann, ist gar nicht mal so einfach. Übrigens, aber ich werde es mal noch ein bisschen probieren, weil ich jetzt noch nicht sofort dann den perfekten Lauf hier im Let's Play machen will, sondern dann eben erst halt bei den Challenges. Aber das ist eben das verdammt Coole an dem Level. Es ist halt wirklich sauschwer. Shit. Es ist wirklich sauschwer, das Level hier abzuschließen. Aber wenn man eben eine bestimmte Taktik anwendet, dann geht es nämlich schon. Weil das Level ist eben darauf ausgelegt, dass man es schaffen kann, komplett von Anfang bis Ende einmal durchzurennen und so dann... Shit. Und so dann das Ganze durchspielen zu können. Und wie gesagt, das jetzt absichtlich zu vermeiden, ist sehr, sehr schwer, weil das ganze Level halt darauf basiert, dass man da von Anfang bis Ende einfach durchlaufen soll. Ich habe mal ein Power-Up benutzen, ein stärkeres noch. Ich nehme mal sogar eine P-Eichel einfach. Ich könnte sogar vielleicht einen Stern auch noch benutzen. Das werde ich mal sogar machen. Vielleicht. Yep. So, weil bei der Challenge werde ich dann natürlich auch ohne Power-Up spielen, abgesehen davon, dass ich mir den Pilz hole am Anfang. Das werde ich schon machen, weil der Pilz nämlich auch wichtig ist für die letzte Star-Coin. Aber das sehen wir gleich noch. So. Oh Gott. Ich bin schon ziemlich langsam hier erstmal. Aber ich will noch ein bisschen weiterkommen, vielleicht. Okay. Ja, das ist so, ich habe sogar ganz gutes Timing hier erwischt. So, das könnte sogar funktionieren. Okay. Sieht nämlich echt total wahnsinnig aus. Aber mit dem richtigen Timing kommt man da eben haargenau durch überall. Cool, oder? Yay! Sehr schön. So, und hier ist dann die dritte Starcoin. Wunderbar. Und dann außerdem der Pixel Luigi, der ist auch noch hier. Genau. Sehr schön. Yay! Ah genau, und das will ich beim perfekten Lauf übrigens auch noch machen. Das zählt auch für mich dann dazu. Dass ich auch den Pixel Luigi freispiele und dass ich aber trotzdem auch einen Wonner behalte bei der Fahnenstange. Das zählt für mich alles dann irgendwie dazu. Aber wie gesagt, da kann jeder selber definieren, was für ihn ein perfekter Lauf ist. Deswegen wird es da dann auch keinen allgemeinen Schwierigkeitsgrad geben, weil sich da eben jeder so ein bisschen selber überlegen kann, was denn zu einem perfekten Lauf alles dazu gehört. Aber wie gesagt, ich kann es mal erwähnen. Für mich wird es dann eben so sein, dass ich halt ohne Power-Ups reingehe, mir aber den Pilz holen werde, dass ich alle Münzen und auch Sternmünzen im Level 1 sammeln werde, dass ich von Anfang bis Ende einfach durchrennen werde, ohne anzuhalten, außer ganz am Ende, wo ich mir dann die Stark und noch den Luigi hole und dass ich dann eben noch einen One-Up am Ende bei der Fahnenstange erhalte. Das wird dann mein Stil sein. Okay. Aber jetzt noch dann Level 7 aus dem Superstar Boulevard, auch ein cooles Level eigentlich. Das ist ganz interessant übrigens, weil in Super Mario Maker habe ich ja zwei Level aus NSMBU bzw. NSLU nachgebaut. Nicht mehr und nicht weniger. Es waren, glaube ich, genau zwei, die ich nachgebaut habe. Und das war dieses hier und dieses hier. Das sechste und das siebte Level aus dem Superstar Boulevard. Also den finde ich hier in New Super Luigi U vor allem echt cool. Auf jeden Fall, Akito, wechsel dich. Let's go. So, und hier ist die Aufgabe, dass man auch wieder Power-Ups benutzen darf, nämlich eine Feuerblume, die darf man hier verwenden. Also man muss ohne Power-Up starten, man darf immer halt hier eine Feuerblume einsammeln im Level, die hier vorkommt. Oder man ist auch kein Problem, wenn man mit Feuerblume startet, aber man darf halt nur Feuerblumen benutzen als Power-Ups und keine anderen Power-Ups. Und die Aufgabe ist es hier, dass man alle Fuzzies tötet. Ja, nicht so ganz, weil das wäre unmöglich. Man muss zumindest alle Fuzzies töten, die sich auf Schienen befinden. Alle Fuzzies, die einfach nur so im Level irgendwie vorkommen, muss man nicht besiegen. Aber alle auf Schiene, nämlich die hier, die muss man alle ausnahmslos besiegen. Genau. Und das ist echt eine verdammt coole Idee, das Level. Weil man halt ständig sich immer wieder eine neue Lakitu-Wolke schnappen muss und dann von der einen zur anderen wechseln muss. Das ist echt cool. So, vor allem hier ist es am schwierigsten, die alle dann zu töten, weil hier halt einige von denen vorkommen. Denn man braucht ja immer noch genügend Zeit, um halt dann wieder den nächsten Lakitu oder die nächste Wolke halt zu kriegen. Und hier am Ende muss man nicht alle töten, weil das wäre nicht möglich. Die sind auch nicht auf Schienen, deswegen das kann man hier ignorieren. Und hier irgendwo ist der Luigi, ich weiß noch nicht genau wo, aber irgendwo unter einem ist der. Da war er noch. Da links unten. Habt ihr noch sehen können? Da war er noch. Okay. Sehr schön. Puh. Ja, da kann er wirklich erstmal durchatmen, der Luigi. Das war jetzt sehr, sehr knapp noch. Aber wir haben ihn gerade noch so sehen können. Okay, sehr schön. So, dann Superstar Boulevard 8. Das letzte Level aus dem Spiel vielleicht. Nämlich Tic-Tac in der Morgensternfestung. So, und hier ist die Aufgabe, so ähnlich auch wie in NSMBU. Da war es nämlich die Aufgabe in NSMBU, das war auch eine der schwierigsten Challenges hier überhaupt, dass man nicht rennen durfte, keine Münzen sammeln durfte und dass man jeden Donnerblock mindestens einmal nach unten fallen, lassen musste. Das mit den Donnerblöcken fällt hier weg, weil ich glaube, die gibt es hier gar nicht in dem Level. Oder wenn, dann auf jeden Fall nicht so viele und nicht spektakulär. Aber der Rest gilt hier immer noch. Also man darf nicht rennen, also man darf in meinem Fall weder X noch Y benutzen, halt die Knöpfe, die zum Rennen da sind. Und man darf auch keine Münzen einsammeln. Das ist dann hier auch die Aufgabe. Gut, so, ich kann mal versuchen, die roten Münzen vielleicht zu kriegen, während die Kugeln hier durch die Gegend pendeln. So, und währenddessen die Starcoin auch noch, jetzt habe ich Schaden genommen. Aber ich kann halt gleich wieder ein Power-Up kriegen.
Okay, gut. Nämlich eine Eisblume. Okay, die nehme ich auch gerne mit. So, und dann, ah ne, halt, da ist noch ein Secret, glaube ich, da rechts. Moment. Nein. Ach man, bin ich schlecht. Warte kurz. So, ist aber gar nicht so einfach, da hinzukommen. Nämlich der Luigi. Aber keine Star Coin. Ist die am Ende noch oder habe ich die jetzt verpasst? Okay, da ist sie noch. Sehr schön. Dann werde ich mir die hoffentlich auch noch holen können. Ohne jetzt abzukratzen. Sehr gut. Und. Nein! Da kommt. Oh Gott, ich dachte, da wäre schon das Ziel. Und da kommen nochmal ganz am Ende so wahnsinnige Stacheldinger. Okay, die sind jetzt nur noch dafür da, wenn man halt die Fahnenstange oben erreichen will. Ich probiere es mal. Oh Gott, das war sehr knapp. Aber geschafft. Puh. You made it. So, und damit ja. Haben wir auch das letzte Level des Spiels freigespielt. Yay. Yahoo! Und wir kriegen auch einen weiteren Stern dafür, dass wir das letzte Level eben freigespielt haben. Gut. Und ich muss mal übrigens ganz kurz einen Schnitt machen. Moment. Okay, da bin ich wieder. Und kommen wir jetzt also zum letzten Level hier in diesem Spiel. Superstar Boulevard 9 Flughörnchen-Finale. Oh yeah. Und dafür habe ich mir auch nochmal eine ganz, ganz besondere Challenge überlegt, die im ersten Moment sich unkreativ anhört. Aber nee, die ist sogar ziemlich kreativ. Zumindest dann, was man dafür so tun muss. Es macht auch ziemlich viel Spaß, dann die Challenge umzusetzen. Aber darauf zu kommen, ist gar nicht mal so einfach. Denn hier am Anfang kriegen wir erstmal schon viele Power-Ups. So, Pilze und dann vor allem auch die Eichenpilze, da wir durch das ganze Level hindurch fliegen müssen. Und wir haben jetzt dann gleich keinen festen Boden mehr unter den Füßen. Genau. Und wenn ich eben zu schnell fallen sollte, werde ich dann den unteren Bildschirm schnell erreichen. Deswegen sollte ich immer am besten solche Bahnen hier entlang fliegen, damit ich dann halt an genügend Höhe noch gewinnen kann und dass ich nicht ganz nach unten falle. So, und ihr habt übrigens schon sehen können, dass da im Hintergrund immer solche grünen oder blauen Blöcke komisch angeordnet waren. Die werden dann gleich nochmal schöner angeordnet sein. Und die werden dann einen weiteren Pixel-Luigi bilden. Den letzten hier im Spiel, einen sehr, sehr großen dann am Ende noch. Ich will die haben, okay. Ja, das sollte man gar nicht unbedingt machen, hier sogar den Flatterer, weil ich nämlich jetzt hier nur so nach unten gehen kann. Ich will am besten auf dem Gegner landen. Okay, perfekt, gut. Auf jeden Fall, die Challenge ist hier, dass es keine speziellen Regeln gibt. Das war's schon. Das war die gesamte Challenge. Und hier ist der Luigi. Yay! Natürlich ist es trotzdem so, dass die allgemeinen Regeln, die immer gelten, außer es gibt Ausnahmen, ich erwähne die, die müssen eingehalten werden. Allen voran muss man das Level ohne Power-Up spielen. Und ich habe da gemerkt, dass es eigentlich auf Power-Ups ausgelegt war, wenn man eigentlich den Eichelpilz benutzen muss oder soll. Aber es geht auch ohne. Es geht auch mit dem kleinen Luigi. Und das ist hier die Aufgabe. So, und hier ist nochmal ein Thank you. Yay! Kann man auch noch einen lustigen Schnappschuss machen. So. Aber ich gehe gleich mal weiter und werde dann das letzte Level hier aus New Super Luigi U auch abschließen. You made it. So was gab es nämlich in der Vergangenheit bei manchen Challenges häufiger mal. Bei Super Mario 3D World zum Beispiel auch. Dass es in manchen Leveln keine speziellen Regeln gab. Yeah! Und dass eben allein die Challenge schon aus den allgemeinen Regeln bestand. Und das ist jetzt eben hier genauso. Du hast alle Sternmünzen gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Jaho! Du hast den Abenteuermodus abgeschlossen, super. Dir wurde der 5. Stern verliehen, jetzt kannst du jedes Toadhaus beliebig oft besuchen. Genau, und für den 5. Stern muss man halt jetzt wirklich alles abgeschlossen haben, auch alle Secret Exits und sowas. Und dafür muss man auch alle Mopsies, also oder halt 7-mal Mopsie in den Welten immer gefangen haben. Okay. So, also nochmal sogar zwei sehr, sehr besondere Challenges hier in diesem Part, wie ich finde. Einerseits eben das hier, wo es keine speziellen Regeln gibt, aber glaubt mir, das macht trotzdem, finde ich, sehr viel Spaß. Denn man muss erstmal die richtige Taktik finden und mit der Taktik kann man dann wirklich auch als kleiner Luigi durch das ganze Level irgendwie hindurchkommen, ohne dass man zu schnell nach unten fällt. Das ist gar nicht einfach, da drauf zu kommen, aber wenn man drauf kommt, dann fühlt es sich ziemlich cool an, finde ich. Und dann hatten wir eben auch noch Level 9-6, wo man einen perfekten Lauf machen muss, wo es keinen Schwierigkeitsgrad gibt. Also nochmal einige besondere Challenges hier am Ende dieses Let's Play. Gut, aber dann werde ich mal speichern erstmal. So, und dann gleich das Spiel verlassen und dann gucken wir uns mal im Hauptmenü an, ob wir jetzt dann auch die 5 Sterne, die 5 glitzernden Sterne erhalten haben. Ich hoffe es mal. So, ganz genau so ist es. Der rechte Spielstand war es. Und die haben wir auf jeden Fall jetzt hier erhalten. Mit auch 99 Leben und 94 Exits. Ich habe dann nur gerade nochmal eine Kopie gemacht, aber das hier war auf jeden Fall der, den wir im Let's Play benutzt haben, der Spielstand hier. Gut, und dann
würde ich eben sagen, Leute, war es hier für diesen Part und auch für das gesamte Projekt von New Super Luigi U. Obwohl das ja gar nicht so ganz stimmt, das Let's Play ist halt vorbei. Aber es werden ja noch einige weitere Challenges kommen, denn wenn ihr jetzt aktuell, wo dieses der Part rauskommt, wenn ihr das da seht, dann sind wir ja gerade bei den Challenges in Welt 3, glaube ich, irgendwo. Also wir haben da immer noch einiges zu tun und es werden noch in Zukunft einige weitere Livestreams kommen, wo ich dann eben all die Challenges noch nachspielen werde, die ich euch hier im Let's Play so verraten habe. Okay. Und dann bleibt mir nur noch eines zu tun, nämlich noch kurz einen Tipp zu geben, was denn dann morgen so als neues Projekt nach New Super Luigi U dann so starten wird. Und zwar war das für mich gar nicht mal einfach, mich da zu entscheiden. Denn mit dem Projekt, was morgen kommt, muss ich so ein bisschen meinen eigenen Prinzipien widersprechen, sag ich mal. Denn es ist so, dass das Projekt, was morgen kommt, auch relativ lang ist. Also jetzt hier Luigi U hatte ja jetzt, glaube ich, nur 14 Parts. Also das Projekt, was morgen starten wird, wird deutlich mehr haben als 14 Parts. Und ich wollte es eben jetzt dann doch schon morgen starten, weil es nämlich später im Jahresverlauf nicht mehr so wirklich gut geht. Weil wie gesagt, es ist ein sehr langes Spiel und vor allem Mitte des Jahres kommen zwei Spiele raus, die ich beide Let's Playen will, die beide 100 Millionen Parts brauchen werden. Also nicht so viele vielleicht, aber schon einige auf jeden Fall. Und im Allgemeinen, in der zweiten Hälfte des Jahres kommt einfach viel, viel mehr Zeug raus, was ich Let's Playen will, als in der ersten Hälfte des Jahres. Und deswegen, wenn ich jetzt dann morgen das Projekt oder dieses Spiel nicht spielen würde, müsste ich jetzt noch wahrscheinlich ein Jahr oder sowas warten, bis mal wieder Platz ist. Und deswegen wollte ich das eben morgen dann bringen, obwohl ich es eigentlich erst später machen wollte, weil wenn ich es nämlich morgen schon bringe, widerspreche ich so ein bisschen meinen Prinzipien. Aber es ist trotzdem sinnvoller, finde ich, als ein Jahr zu warten oder gar noch länger, weil ich nicht weiß, was noch für Spiele alles rauskommen werden, weil ich habe jetzt eben noch in der ersten Jahreshälfte von 2019 schon viel Platz und deswegen wird dann morgen eben dieses Projekt kommen. Ne? Ich habe jetzt wieder auch natürlich überhaupt nicht direkt darüber geredet, hat sich vielleicht auch ein bisschen komisch angehört, das Ganze, was ich so erzählt habe. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann kann das Sinn ergeben, was ich gerade gesagt habe. Und dann kann man da vielleicht drauf kommen. Aber es ist nicht einfach, weil es natürlich auch wieder auf jeden Fall kein ganz konkreter Tipp war. Und weil ich das alles nur so ganz abstrakt gesagt habe. Aber okay. Das war es eben hier. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns hoffentlich bei neuen Videos oder auch neuen Livestreams dann auch und neuen Projekten einfach wiedersehen werden. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.